Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus der Außenstelle Balkonistan, Enklave Unterlagen. Hallo und herzlich willkommen im Dela Kochstudio. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um ein weiteres Mal eine Köstlichkeit für und mit euch zuzubereiten. Und ich begrüße meinen wundervollen Assistenten, den Jonas. Hallo Dela. Jonas, was wollen wir denn heute zubereiten? Wir versuchen uns mal an einer Lasagne. Ausgezeichnet. Ich glaube, das ist für uns beide das erste Mal. Ja, zumindest bewusst und nicht betrunken irgendwas zusammenzubringen. Ja, genau. Fertig Lasagne zählt auch nicht. Deswegen, wir sind sehr gespannt und wir werden sehr viel improvisieren. Und wir haben kein Rezept. Wir machen jetzt einfach mal so, wie wir uns vorstellen, dass das sein soll. Würde, genau. Es ist allerdings ein bisschen gelogen zu sagen, wir hätten kein Rezept, weil wir benutzen ja für diese Lasagne schon eine bereits vorher zubereitete Bolognese. Und die bereits zubereitete Bolognese, sagtest du, beruht auf einem Rezept des Kulinarikas? Genau, das ist vom lieben Sven. Vielen Dank für das Rezept. Die Verlinkung werden wir dann entsprechend im Blogbeitrag machen. Das ist quasi der Grundstoff für unsere Soße. Genau. Und weil die Bolognese eben nicht auf unserem Mist gewachsen ist, haben wir dazu auch keine eigene Folge. Genau. Weil mit fremden Federn schmückt man sich nicht. Zumindest nicht, wenn man so leicht auf mich bleiben könnte. Ja. Wir haben unsere Bolognese. Wir haben Lasagneplatten. Wir haben Parmesan und anderen Kartellkäse. Wir haben außerdem Creme Fraiche und wir haben frisch geschnitzten Schnittlauch. Genau. Wie gesagt, wir improvisieren hier. Der Plan ist, dass wir die Bolognese öffnen. Erstmal fupp, das klingt gut. Das soll so sein. Und wir fangen damit an, dass wir etwas. Willst du das nicht hier machen? Genau, dass wir erstmal den Arbeitsplatz wechseln, sodass wir Beteiligten auch sich beteiligen können. Genau, wir kleiden jetzt erstmal den Boden der Auflaufform mit Bolognese aus. Eine dünne Schicht, weil ich glaube, die trockenen Platten auf dem Boden, das geht nicht so gut. Vielleicht geht's auch, aber mehr Bolognese ist mehr gut in meinen Augen. Genau. In unsere aller Augen. Ist ein bisschen stürmig, weil sie aus einem sehr kalten Keller kommt. Ich stelle fest, dass wir auf zwei Gläser Bolognese nicht reichen. Ja, das kann sein, dass wir es doch etwas gut gemacht haben mit der Größe der Auflaufform. Aber alles andere, was wir hatten, wäre noch größer gewesen. Da das ja eine Beziehung auf Gleichberechtigung ist, muss ich mich dem "Wir haben es so gut gemeint" möglicherweise anschließen. Ich möchte mich allerdings davon distanzieren, insofern, dass in dieser Auflaufform wahrscheinlich eine, Dela zumindest 3/4 baden könnte. Naja, was hat die? 35 auf 20 Zentimeter oder so? Genau. Wir platzieren jetzt die ersten Nudelplatten. Wichtig ist, eine gewisse Überlappung zu erreichen, glaube ich. Wurde mir mal irgendwann so beigebracht, ich weiß nicht. Achso, okay, weil ich dachte, wenn das nicht überlappt, passen 3 Stück fast genau rein. Ja gut, dann mach's ohne Überlappung. Ja, dann machen wir es ohne Überlappung und wir machen die Überlappung wie bei Mauern. Oder wir überlappen schon ein bisschen und lassen dann am Rand ein bisschen Platz. Ja, das geht auch. Und was ist die Überlappung wie bei Mauern? Ach, also dann das nächste Mal. Schicht längs machen. Jetzt fällt mir ein. Dann nicht, dann machen wir das alles nicht so richtig. Genau. Wir haben jetzt 3 Lasagneplatten auf die erste Schicht Soße gelegt. Mhm. Genau, und jetzt verteilen wir eine weitere Schicht. Und ich glaube, allein von der Höhe kriegen wir es auch nur mit einer Schicht dann ganz oben drauf hin. Mhm. Aber ich glaube, das macht nichts. Okay. Es ist übrigens eine sehr wohlriechende Bolognese, muss ich an dieser Stelle auch. Ja, das fiel mir auch gerade auf. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie feucht genug ist. Ich glaube, das kommt dann beim Backen. Das
Oder die Bolognese, oder meine ich, ob die genug Feuchtigkeit hat, um die Nudeln zu kochen. Ja, ja, ja. Das, ich denke, das gibt sich die. Ist jetzt nur so störrig, weil sie eben kalt ist. Okay. Wichtig ist natürlich das Vermeiden von Löchern in der Isolationsschicht der Soße. Ja, der Rest muss einfach fließen. Genau. Alles ist zu Fluss oder so. So, dann jetzt eine dritte Schicht Bolognese. Dazu kommen wir das zweite Glas. Hat sich hier versteckt. Ja, auch das ist sehr gut. Ich glaube, wir müssen noch mal Bolognese kochen, bevor wir hinfahren. Damit du auch was mitnehmen kannst. Wir haben jetzt quasi die dritte Schicht Bolognese aufgetragen und würden diese jetzt ergänzen um eine zusätzliche Schicht aus Creme Fraiche, ein paar Kräutern. Genau, Schnittlauch machen wir da rein. Und Parmesan, weil wir noch Parmesan vorhanden gerieben haben. Genau. So. Jetzt wäschen wir hier. Ach, du willst es gleich anrühren, ne? Ich wollte das gleich anrühren. Ach, du dachtest, ja gut, die vom Fest muss halt sowieso gehen, damit sie fluffig wird. Ja, okay. Hätte ich dann den Käse einfach mit reingerieben. Ja, ja, klar. Also wir haben jetzt die Creme Fraiche geöffnet und in ein Schüsselchen getan. Wir werfen jetzt den Schnittlauch dazu. Hm. Vielleicht auch eine Spur Pfeffer. Ja, Pfeffer schadet selten, wenn ich ihn finde. Die Pfeffermühle finde. Hatten wir die nicht gestern drüben? Weil das weiß ich nicht. Das sind so einfach den geriebenen Pfeffer. Der in der Pfeffermühle, egal was, ne? In deinem Gewürzrunde. Genau, hier. Ja. Mit dem Pfeffer tatsächlich zackig, würde ich sagen. Genau. Mhm. So, verlängern mit dem Schnittlauch. Jetzt da noch das Parmesan rein. Das war etwas mehr als ich. Prozipiere. Ich prozipiere nur. Diese Schicht aus Fraiche wird nun auf die Soßenschicht aufgetragen. Ich würde tatsächlich nicht alles machen, damit wir quasi zwei Creme Fraiche Schichten haben. Ne? Ja, die Creme Fraiche soll halt im Prinzip genauso die Soßigkeit ein wenig auflockern gewissermaßen und eben eine gewisse Fruchtigkeit, Frischigkeit mit reinbringen. Manche machen das auch mit Bechamel. Mhm. Ich persönlich bin kein großer Freund von Bechamel. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Das finde ich eigentlich ganz gut, aber ich finde, die Creme Fraiche bringt halt mehr Frische rein. Genau. Aber Bechamel, finde ich, ist immer auch ein bisschen schwer. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch eine Schicht Soße, eine leicht oder gleich Nudeln weitermachen? Ich würde jetzt gleich mit Nudeln weiter, sonst wird die Schicht vielleicht zu dick. Genau. Es riecht übrigens hervorragend. Mhm. So. Wir haben also jetzt eine weitere Schicht Nudeln und es kommt eine weitere Schicht Soßen. Soßen. Mhm. Steht auf der Packung, wie lange das kommt. Mengen muss. Hochzeit im Backofen 20 Minuten. Ja. Machen wir am Ende halt eine ganz normale Creme Fraiche Schicht ohne? Ohne Parmesan? Genau. Wir machen jetzt quasi die vierte Schicht wieder komplett Bolognese. Das wird auch die letzte Bolognese Schicht. Weil dann sind auch unsere eingeplanten Gläser dafür leer.
weiß nicht, das waren jetzt 1,6 Liter Bolognese, glaube ich, ungefähr. Ich betone nochmal, die Auflaufform reicht, um eine D-Lagerung zu baden. Ja, aber wir haben auch Pläne mit der Restlasagne, so es welche geben sollte. Deswegen ist das alles eingeplant. Ist auf gar keinen Fall größenwahnsinnig. Ja, nein, niemals. Also, schon, aber das hat jetzt nichts mit der Größe der Lasagne zu tun. Richtig. Genau, jetzt noch eine... Eine weitere Nudelschicht. Dann kommt noch einmal der Rest der Creme Fraiche drauf und dann den Käse, oder? Richtig. Ich hoffe, das wird super. Uns flügt die Optik. Ist das Ding eigentlich so stabil, dass du es hochheben kannst, ohne dass es dir einfach wieder auseinanderklappt? Das hoffe ich. Ist immerhin von Weber. Es gibt natürlich auch andere atemschreiende Hersteller. Nein, gibt nur die. Wie immer nehmen wir Bezahlung gerne in Form von Gummibärchen oder neuen Bolognese-Gläsern oder anderweitigen Naturalien. Oder Bargeld. Bargeld ist auch gut. Oder Kleber. Gegen Gold habe ich auch nichts einzuwenden. Oder gegen hübsche Frauen. Bitte klein und dunkelhaarig. Du bist doch schon da, Schatz. Jo. Es erfolgt nun die Verteilung der letzten Schicht Parmesan. Ja, Parmesan schön auf der Creme Fraiche verteilen. Das sieht nicht gut aus. Würde fast reichen. Aber wir werden nicht wir. Ihr wisst ja, mehr Käse ist immer besser. Ich glaube, da hast du schon reingemacht gehabt. Ja. Ja. Der Hersteller unserer Lasagneplatten empfiehlt übrigens 10 Blätter dieser Lasagneplatten. Wir haben wie viele Schichten? Wir haben 9 oder 12 Blätter. Wir haben ja 3, 6, 9, 12. 12. 12, nur 12? Haben wir nicht noch eine Schicht? Nein, wir haben 2 Schichten nur Bolognese, eine Schicht Bolognese mit Creme Fraiche, noch eine nur Bolognese und dann die Creme Fraiche okay. drauf oder so. Ja, okay. Also ich finde, das ist vollkommen. Es ist fair, ja. Wunderbar. Ich meine, wir sind 20% über Salz. Und wenn das mit der Lasagneplattenempfehlung so ähnlich ist wie die Käseempfehlung, dann sind wir aber sowas im Rahmen. Ich hab Käse. Die Empfehlung 400 Gramm Bolognese. Ja. Ach, die haben ja auch überhaupt keine Ahnung von Nudeln. Diese Typen von Barilla. Und auch die Typen, die Damen Menschen. Von Barilla. Die Menschen. Alle Menschen von Barilla haben keine Ahnung von Norm. So, jetzt sieht es aus, als hätten die einen Käsehaufen. Ja, wir mögen Käsehaufen. Hervorragend. Ja, ich würde sagen, mit der Vorbereitung sind wir fertig. Jetzt genau. Muss das ganze Ding nur noch in den Backofen. Der Rest der Nudeln wird wieder verstaut. Genau, es steht auf der Packung 20 Minuten. Es steht allerdings nichts von wie viel Grad. Das ist sehr lustig. Am Rand. 220 Grad steht hinten drauf. Oh, okay. Und da steht auch 20 Minuten? Ja. Und da steht auch nichts. Aber das ist ein Zubereitungszeit, ja. Ja, okay. Also 20 Minuten bei 220 Grad. Genau, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder, wenn die Lasagne gebacken ist. Genau, bis dann, ciao. Mhm. So, die Lasagne war jetzt 20 Minuten im Ofen bei 220. 220 Grad. Und sie sieht sehr schmackhaft aus. Wir haben also deutlich abgetrennte Schichten, finde ich sehr gut.
Eine sehr schön knusprig braune. Auf jeden Fall. Zum Glück noch nicht schwarze Käseschicht. Ja. Und ich finde auch die Schmandschicht, also Creme-Fraschicht, kommt gut durch. Ja, doch, die ziehen wir selbst durch. Es kommt zum Anschnitt. Vorsicht, das muss böse sein. Ich? Ja, du machst dir oben. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Sie ist erstaunlich fruchtig, das finde ich gut. Mhm. Das kommt durch die Creme-Fraschicht. Schön ausbalanciert, auch von Anteil Nudel zu Soße. Ja, schon. Mhm. Ich glaube, eine winzig kleine Spur mehr Salz hat er gut getan, aber ansonsten perfekt. Ich brauche nicht salziger, aber nicht doch, ist echt gut. Auf jeden Fall. Dann Glückwunsch zur ersten. Auf den gleichen Lasagne. Genau. Na dann, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, lasst es euch gut gehen. Wir werden uns jetzt in Lasagne baden. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Man hört sich. Tschüss. Tschüss.